Hyundai präsentiert auf dem Pariser Autosalon den iX20, einen komplett in Europa entwickelten und produzierten Kompaktvan. Die Blue-Version steht für weniger CO2 in der Luft und weniger Verbrauch. Erreicht wird dies unter anderem durch eine verbesserte Aerodynamik, ein Start-Stopp-System von Bosch, rollwiderstandsoptimierte Leichtlaufreifen und das auf niedrige Verbräuche getrimmte Motormanagement. Dazu kommt ein neu konstruiertes, verbrauchssenkendes Sechsganggetriebe mit Schaltanzeige. Mit dem Green E-Line zeigt Skoda zum ersten Mal ein Auto mit reinem Elektroantrieb. Das Fahrzeug basiert auf dem Octavia Kombi. Aufgrund seiner modularen Bodengruppe ist das Serienmodell für den Einbau von Batterie, elektronischer Steuereinheit und Elektromotor gut geeignet. Der Octavia Green E-Line beschleunigt in nur 12 Sekunden von 0 auf 100 km/h, Spitzengeschwindigkeit 135 km/h. Volvo beginnt 2011 mit der Produktion des Elektroautos C30 Drive E-Electric. Der sportliche Kompaktwagen schafft mit einer Batterieladung rund 150 Kilometer. Er beschleunigt in 10,5 Sekunden auf 100 km/h und erreicht ein elektronisch begrenztes Höchsttempo von 130 km/h. Am Start stehen Testflotten in Europa, China und den USA.